Willkommen auf Klemmbar, deinem Steinchenkanal. Und heute habe ich für euch die 75300, den Imperial TIE Fighter aus Episode 4. Und das Set gibt's seit dem 1. Januar 2021. Es geht gerade EOL. Es ist quasi gerade so am Sterben und man kann auch hier und da ein paar davon bekommen. Bei Lego direkt natürlich und ich glaube bei Müller gibt's es noch und. Also wenn ihr es neu unbedingt haben müsst. Und wir haben hier 432 Teile dabei, drei Minifiguren, die quasi alle exklusiv sind. Einer war im Kalender noch mit dabei, zeige ich euch gleich alles. Und die UVP beträgt mittlerweile 44,99 €. Hatte ich es eben gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so ein Set, was dieser Preiserhöhungswelle zum Opfer gefallen ist. Davor waren wir, glaube ich, bei 39,99 €, meine ich zumindest noch so zu wissen. Ja. Emotional ist das ein Set für mich irgendwie, was 30 € gekostet hat. Deswegen bin ich eben fast umgefallen, als ich den Preis gesehen habe. Aber gut, wir schauen mal rein. Wir haben keine Sticker übrigens am Start. Und wir haben hier auf jeden Fall eine Anleitung. So. Und wir gucken mal rein. Nichts Besonderes. Wir haben keine Baufortschritte unten. Und hier oben, ja, so immer mal zwei, drei, vier Teile. Ja, das geht. Ja, und da jetzt zweimal diesen Flügel baut. Schlaft ihr eh nach der ersten Hälfte ein und oder in Trance und was auch immer und dann seid ihr schon fast durch. Teilemäßig überschaubar. Wir haben halt viel in höherer Stückzahl dabei. Aber so an sich nicht viele Teile irgendwie. Nicht viele verschiedene. Und ja, das ist auch eigentlich ganz okay so, weil es ist ja auch ein Set, wo eigentlich nicht so viel passiert. Wir gucken mal trotzdem noch mal so ein bisschen durch. Ja, hier seht ihr so, wie so ein Bauabschnitt aussieht. Eine große Platte, dann macht ihr noch eine Platte drauf und dann so ein paar Brackets dazu und so weiter. Ja, wie gesagt, ihr baut zweimal den Flügel und dann ist eigentlich schon alles passiert. In der Mitte noch ein bisschen Gelärsch dazu und dann fertig. Ja, das war's. Viel ist da nicht. Es ist aber ein schönes Modell zum Angucken. Da gucken wir gleich mal drauf, würde ich sagen. Wir gehen erst über die Figuren und dann gucken wir uns das Modell an. Das steht auch bei mir, seitdem ich es gebaut habe, eigentlich so rum, ja, weil es schön ist. Vorneweg. Ich finde es super. Nettes Modell. Wir haben hier die nicht exklusive Minifigur. Und zwar ist das die SW-1137. Das ist ein Stormtrooper. Ja. So. Passt es? Ja. Wir haben einen Dual-Molded Helm mit dabei. Ich meine, den kennt ihr mittlerweile. Dual-Molded Helm, relatives Standardgesicht, sonst nichts Besonderes. Ich glaube, genauso ist er auch in dem bei Marauder, bei den Stormtroopern. Die waren, glaube ich, auch so, nur mit einem anderen Gesicht. Irgendwie so, ja. Also die Figur gibt es schon häufiger, nur immer mit einem anderen Gesicht. Mal dunkelhäutig, mal eine Frau, mal ein anderer Kopf. Also. Ansonsten ist er, ich glaube, der Print, ich glaube, der Brustprint ist auch nicht exklusiv, aber keine besondere Figur ist halt ein Stormtrooper. Ein solider Stormtrooper kostet 5 € etwa und gab es, wie gesagt, auch im Adventskalender. Und war aber cool, ich muss sagen, ist cool, dass sowas dabei ist bei einem TIE Fighter, dass man mal einen Stormtrooper hat. Ja, was auch dabei war, ist die SW-1136 und da muss ich auf jeden Fall spicken. Das ist der NI-L8 Protokolldruide. Jetzt kennt ihr ihn, ja. Ich habe ihn vorher auch nicht gekannt, ich habe ihn nicht vermisst, aber ich finde es doch cool, dass der dabei ist, ja. Der Mold gefällt mir sehr, sehr gut vom Kopf. Ich meine, der Rest ist ja irgendwo Standard, nett bedruckt, ja. Das passt. Der Kopf ist überhaupt nicht bedruckt. Da hätte man ruhig auch nochmal ein paar Akzente setzen können. Arme nicht bedruckt. Also eine relativ standardmäßige Minifigur. Aber ich finde es trotzdem cool, dass wir eben mal noch ein paar Protokolldruiden bekommen. Generell, ich bin ein Fan von Protokolldruiden, von Astromech-Druiden, einfach weil das so was Besonderes ist. Da kann man viel Verschiedenes haben. Das sieht dann auch schön aus, wenn man was baut. Macht einen guten Eindruck, ja. Achso, der Druide kostet 4 € etwa gebraucht. Dann haben wir hier noch dabei, also der war exklusiv, ja. Dann haben wir hier noch dabei einen TIE Fighter-Pilot, SW-11. 38, genau. Kostet so 3,75 €. Ist exklusiv, aber da müssen wir ehrlich sein, der wird jetzt keinen Preissprung machen. Relativ simple Figur. Ich hoffe auch, die richtige gegriffen zu haben, weil ich habe sehr viele TIE Fighter-Piloten und das müsste aber der richtige sein mit dem Gesicht und dem Helm und allem. Das müsste der sein. Sagen wir es mal so. Ich bin mir extrem sicher. Falls ich hier eine falsche Figur hochhalte, schreibt es mir natürlich rein. Und dann, ja,
Dann wissen wir um den Fehler. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es die Figur ist. Der Mold, ich glaube, der ist schon seit Jahren ähnlich. Da wurde nichts mehr getan, ein bisschen anders gedruckt. Und ansonsten Torso bedruckt. Ein TIE Fighter-Pilot. Ja, hinten guckt natürlich der ganze Kopf raus. 3,75, das passt für eine exklusive Figur. Ja, also ihr seht an den Minifiguren, da war jetzt gar nicht so viel sportlich irgendwie dabei. War alles nett, ja. Keine bösen Überraschungen, aber ich muss sagen, kein Highlight, ja. Aber grundsätzlich sinnvolle Figuren, die man nutzen kann. Vielleicht einen zweiten Stormtrooper anstatt dem Protokolldruiden. Dann wäre das nämlich auch so ein Set, was, glaube ich, noch besser gegangen wäre. Ich glaube, das ist generell schon ganz gut gegangen, aber so TIE Fighter kann man ja mehrere von haben. Vor allem den hier, der ist schön gebaut. Und wenn man dann noch Stormtrooper dazu kriegt und einen TIE Fighter Pilot, also dann wäre es natürlich perfekt. Aber gut, haben wir hier leider nicht. Was wir hier aber haben, ist ein wirklich solid gebautes Set. Ja, an sich, hier wackelt es halt ein bisschen, ist der technischen Bauweise geschuldet, ja, aber das merkt ihr nie. Die Seiten gefallen mir sehr gut, ja. Alles schön irgendwie, so wie es halt sein muss, gebaut. Hier haben wir ein Print, hier so ein paar Details, bisschen Geschnörkel, paar Fliesen und so. Das ist alles super, ja. Gefällt mir gut. Auch hier die Kanten haben sie schön gebaut. Warum man das jetzt hier nicht auch noch in Light Bluish Gray hätte machen können, weiß ich nicht, ja. Das wäre dann halt einheitlicher gewesen. Vielleicht hat es einen Sinn, vielleicht auch nicht. Hier hinten haben wir nochmal so die Draufsicht. Da haben wir hier zwei Flickkanonen. Wir haben hier so ein bisschen Schubdüsenkram. Und hier natürlich die andere Seite. Ebenfalls der Druck, kein Sticker. Und dann haben wir die Front. Da ist hier diese riesen Scheibe quasi verbaut. Die ist natürlich bedruckt. Und hier oben haben wir auch noch so ein bedrucktes Teil. Das weiß ich sogar gar nicht, ob das vielleicht sogar das ist, was damals in der 80. Oh, jetzt muss ich lügen. 8019? 8017? 8019? In dem Darth Vader TIE Fighter verbaut war. Das kann sein, dass es genau dieses Teil ist. Ebenfalls, wie gesagt, bedruckt. Das passt. Ja, nette bedruckte Steine mit dabei. Und das Cockpit können wir natürlich öffnen, so zweimal. Und dann haben wir hier drin noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ihr was seht, da haben wir so ein bisschen Geschnörkel drin. Ja, da kann man halt die Figur reinsetzen. Dann haben wir hier so zwei Lämpchen noch innen drin. Ich glaube, ihr seht es nur so halb gar, ja. Man verpasst da jetzt nicht viel, da ist jetzt kein Display oder so verbaut. Man kann die Figur reinpacken. Die sitzt nicht mal richtig, hat keine Studs drunter. Aber ist okay, ja. Passt. Mehr braucht man ja nicht fürs Cockpit. Und wir haben natürlich unten die Flickkanonen, die Springloaded Shooter, die schießen wir auch mal kurz ab. So, eins und zwei. Perfekt. Nichts verloren gegangen. Ich habe alles noch bei mir. Sehr gut. Gefällt mir auch direkt besser, wenn da unten nichts mehr grün leuchtet. Aber jetzt haben wir halt so ein Loch, was da zu sehen ist. Naja gut, man kann nicht alles haben. Aber so an sich ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Modell gewesen. Oder ist es noch? Man kann es ja noch kaufen. Wir haben super Steine dabei. Wir haben keine schlechten Farben am Start. Und leider, leider, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Also das Video, eigentlich ist das Video schon durch. Ja? Wir haben 8,5 Minuten. Wir haben uns das Modell angeguckt. Es sieht gut aus. Wir haben es für gut befunden. Die Figuren sind jetzt nicht so unbedingt spannend. Ja, wir haben uns jetzt das Modell angeguckt. Und wir können sagen, es passt. Ja, was will man da noch mehr erwarten? Es ist ein brauchbares Set. Ja. Brauchen wir nichts anderes drüber sagen. Ich gucke gerade genau. So, hier die Seitenverkleidung oder der Flügel ist einfach hier mit so einem Technik, mit zwei Technikpins und einem als Konter zusammengesteckt. Ja, so. Und dann kann man das, wenn man halbwegs begabt ist, auch in angebrachter Zeit wieder zusammenbauen. Ich krieg's einfach gerade nicht hin. Ja, gut. Ich bin nicht talentiert, was das angeht. Doch, jetzt haben wir es. Gut. Wir haben das Set, wie gesagt, uns angeguckt. Es ist ein schönes Set. Man kann es wunderbar hinstellen. Es steht stabil und alles. Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Kauft man gerne für einen guten Preis. Aber jetzt kommen wir halt auf dieses Preisthema zu sprechen, was wir halt leider oft bei Lego haben. Und jetzt gerade mit dieser Preiserhöhung. Also 45 Euro UVP. Ihr bekommt es auch momentan neu für 43 bis 45 Euro bei Lego direkt selber eben auch noch. Das ist zu viel. Also für das Geld, nee, sehe ich einfach nicht. Es ist ein Set für 30 Euro. Das darf man gerne dafür ausgeben, dann passt das rundum. Aber 45 ist wirklich, finde ich,
sehr daneben. Also 45 € für das Ding ist meines Erachtens einfach viel zu viel. Mit den Teilen gut, wir haben 432 Teile, wir haben gute Teile. Ja, okay, vielleicht. Aber trotzdem bin ich dann bei 35 €. 45 sehe ich einfach nicht bei diesem Set. Wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt es noch haben und ihr habt es halt noch nicht gekauft, dann müsst ihr in den sauren Apfel beißen und es halt für 45 im Zweifel holen. Ich habe aber auch mal geguckt, es wird gebraucht, verkauft für 28. Vollständig einmal aufgebaut, hingestellt, zack, fertig. Also ihr kriegt es auch für um die 30 €, wenn es euch nicht wichtig ist, dass es original verpackt ist. Muss man halt drüber überlegen, ne? Ob man 30 € für das Set in aufgebautem Zustand bezahlt oder ob man halt 45 € bezahlt. Ich meine, das sind 30% mehr, nur damit ihr es selber bauen dürft. Also unterm Strich kann man dann, ich sag mal, zweimal das Set so kaufen und dann habt ihr 15 € mehr bezahlt, habt es aber zweimal. Muss man sich einfach mal überlegen. Ich persönlich würde es eben für 30 € gebraucht holen an eurer Stelle, wenn ihr es noch haben möchtet. Vielleicht auch ohne Minifiguren, wenn ihr sagt, ihr braucht die Figuren gar nicht, weil das Modell an sich ist schön. Vielleicht kriegt man es auch für 20, 15 € ohne Minifiguren. Dann ist es das Ding auch wert. Wenn ihr jetzt einen Mock bauen wollt oder so und ihr braucht noch TIE Fighter, guckt mal nach dem Set ohne Minifiguren, ob ihr es zu einem guten Kurs euch schießen könnt, weil das ist wirklich ein gut gebautes Set. Mir gefällt es sehr gut. Vielleicht ist auch hier die Mitte, ich weiß es natürlich nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen zu wulstig und die Proportionen passen nicht ganz. Will ich jetzt nicht beurteilen müssen. Ich finde an sich, es ist einfach so, wenn ich kann es ja nur so bewerten, wie ich es hier gerade stehen habe. Und mir gefällt es einfach super. Ja, es sieht super aus. Es steht bei uns im Wohnzimmer unterm Fernseher sozusagen. Der Fernseher hängt an der Wand. Das Teil steht unten drunter. Es sieht einfach immer klasse aus. Ja, gefällt mir super gut. In dem Stil auch gerne noch mal so ein UCS-Set. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Das wäre wirklich sehr, sehr cool. Das würde ich mir wahrscheinlich auch mal holen, wenn es dann vom Preis her adäquat ist. Weil so ein TIE Fighter, der sieht auch immer schön aus. Ja, da kann man doch echt nicht viel falsch machen. Und ich wollte mir den damals eigentlich zweimal kaufen, weil ich habe ja noch den TIE Bomber, den TIE Fighter, TIE Bomber von Darth Vader. Darth Vader, TIE Bomber? Einen von beiden, die Begriffe, ja. 80 irgendwas. Da wollte ich zwei TIE Fighter dazu haben. Ich habe jetzt nur einen bisher mir geholt. Und es wird wahrscheinlich auch bei dem einen nur bleiben. Aber das sieht natürlich super aus, wenn man den dann hat. In Kombination zwei Stück. Vielleicht an die Decke gehangen oder so. Dann ist 1A. Aber auch für so einen Hangar oder so. Das sieht super aus, das Ding. Da braucht ihr erstmal nicht selber euch einen bauen, sondern holt den euch. Und dann könnt ihr mit der Zeit noch einen mocken oder euch einen Mock nachbauen. Der ist schon gut. Ja. Preislich, wie gesagt, ihr wisst ja jetzt Bescheid. 30 € oder ohne Minifigur noch ein bisschen günstiger, aber 45 €, ja, würde ich jetzt nicht machen. Müsst ihr aber natürlich für euch am Ende des Tages einfach wissen. Ich habe jetzt hiermit aber mal das Set vorgestellt und ihr könnt natürlich auch gerne mal gucken, ob ihr vielleicht in einem Konvolut es bekommt, dann kriegt ihr es auch ein bisschen günstiger. Nur so als Tipp. Und ja, schreibt mir gerne mal rein, was ihr von dem Set haltet. Findet ihr es für 45 € ein Schnapper oder was ist euer Preis für das Set? Und lasst natürlich auch gerne eine Bewertung da. Wie gesagt, einen netten Kommentar. Und auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sind auf dem Weg zu den 700, zumindest jetzt, wo ich es gerade aufnehme. Und das werden wir doch noch irgendwie hinbekommen, würde ich sagen, gell? Das passt doch. Und dann würde ich auch sagen, soll es das jetzt mal gewesen sein. Ein bisschen kürzeres Review, aber es gab jetzt auch hier nicht unbedingt so viel zu zeigen und zu sagen. Brauchbares Set und gut ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut und genießt das Wetter. Es wird ja langsam wieder schön. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.